Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr dabei seid, wieder bei einem Experiment. Diesmal geht es um Fraktale, komisches Wort, ne? Aber ihr kennt vielleicht Fraktale, das sind aus der Mathematik ganz besonders schöne Muster und Strukturen und auch zum Beispiel ein Blumenkohl hat ja auch ganz besondere Muster auf der Oberfläche, die sich immer wieder wiederholen und das nennt man Fraktale. Und solche Fraktale, die entstehen auch in der Natur sehr häufig, wenn zum Beispiel zwei Platten zusammen sind, gibt es manchmal so Kristalle dazwischen, wenn die Platten aufgehen, sieht man so kleine Muster und Strukturen. Und mit einem ganz einfachen Experiment zeige ich euch jetzt mal, wie man ein Fraktal auch herstellen kann. Ja? Und zwar braucht man dazu, habt ihr wahrscheinlich nicht zu Hause, aber es geht vielleicht mit anderen Mitteln, habe ich so eine Plexiglasplatte hier mit einer Einlage. Und im Experiment zeige ich euch jetzt, dass man auch noch ein bisschen Flüssigkeit braucht, zum Beispiel ein dickes Öl oder zum Beispiel Zuckerrübensirup. Geht auch. Und jetzt zeige ich euch dieses Experiment, wird euch sicher Spaß machen.